Ja, Krähennest hier. Für die, die es in der Aufnahme schon sehen, ich bin im Landtag und ja, mein Gesprächspartner stelle ich mir am besten noch mal ganz kurz vor. Ja, ich bin Robert Stein, finanzpolitischer Sprecher und kommunalpolitischer Sprecher hier für die Piratenfraktion im Landtag. Ich bin gerade hingekommen und draußen stand große Bühne, viele Leute, großer Tumult. Kannst du kurz sagen, was da draußen los ist? Ja, es ist hier eine Demonstration angemeldet der Beamten. Es geht darum, dass der Tarifabschluss eben nicht eins zu eins für alle Bediensteten, Landesbediensteten übernommen wird, insbesondere ab A11 eben nicht mehr. A11 und A12 bekommen noch 1% Anpassung, deutlich unter Inflationsrate verglichen in den letzten Jahren. Und A13 eben gar nichts mehr und darüber. Und da das auch einen Großteil der Landesbediensteten hier betrifft und die auch schon in den vergangenen Jahren ständig Nullrunden zu tragen hatten und auch im Vergleich zu anderen Bundesländern, beispielsweise Hessen und Bayern, da mittlerweile in NRW deutlich schlechter bezahlt wird, ist dementsprechend der Protest da. Und es gibt vor allem eine große Ursache da vor dem Wahlkampf, also vor der Neuwahl, hat sich Frau Kraft hingestellt und hat gesagt, dass eben die Zeiten der Nullrunden gewissermaßen vorbei sein werden. Damit ist sie auf Wählerstimmen fangen gegangen in der Beamtenschaft und auch Finanzminister Norbert Walter-Borjans hat sich so geäußert im Vorfeld der Wahl. Er hat gesagt, dass eben eine Abkopplung von der Lohnentwicklung im Bereich der Landesbediensteten nicht mehr stattfinden soll und genau das Gegenteil hat jetzt stattgefunden. Insofern hat es einen Wortbruch gegeben, der in der jüngsten Vergangenheit eigentlich seinesgleichen sucht. Wie stehen denn die Piraten dazu hier im Landtag? Ihr werdet ja, ich sag mal, wenn die Abstimmung hier läuft, auch dazu euer Votum abgeben können. Ja, wir sind da alle einer Meinung, die Beamten haben das verdient. Die Beamten steht der Inflationsausgleich zumindest zu. Die Kaufkraft sinkt sonst real gesehen und das kann man halt den Beamten schlecht vermitteln, vor allem unter dem Hintergrund, das haben wir im HFA-Team errechnet, dass in der Zeit von 2001 bis 2011 die Staatseinnahmen um 29% gestiegen sind, die Inflation lediglich um 16% gestiegen ist. Also die Staatseinnahmen haben sich doch deutlich ausgeweitet und da muss man halt fragen, wo ist das ganze Geld denn hingegangen? Warum ist kein Geld für die Beamten da? Gerade im Bereich des Landespersonals ist doch auch wirklich massiv gespart worden in den letzten Jahren. Jedes Jahr neue Entbehrungen, neue Kürzungen und insofern ist das nicht mehr weiter mitzutragen. Eine Frage noch, ich habe mitbekommen, es sind in den letzten 2 Jahren auch viele neue Stellen geschaffen worden. War das dann nicht, wie steht ihr dazu? War das eine Fehlentscheidung? Hätte man das trotzdem machen sollen? Und also wie seht ihr das? Naja, der Inflationsausgleich muss gewährt werden, sonst ist das in erster Linie erstmal eine Schlechterstellung vom Einkommen her, weil die Kaufkraft sinkt. Wir haben steigende Mieten, wir haben steigende Energiepreise, die Lebensmittelpreise, Transportkosten, alles Mögliche steigt. Und deswegen darf das eigentlich kein Punkt der Diskussion sein. Punkt, den Frau Kraft immer anführt, ich habe es heute Morgen noch im Radio gehört, auf Deutschlandfunk, die Schuldenbremse droht in 2020. Wir haben keine Möglichkeit jetzt, eben Gehaltsanpassungen durchzuführen, nicht mal im Rahmen des Inflationsausgleichs, der ist widerlegt. Ich habe gerade vorgerechnet, dass die Staatseinnahmen deutlich stärker steigen als die Inflation. Selbst wenn wir den Inflationsausgleich gewähren, ist also noch Geld da, wenn wir es nicht zum Fenster rauswerfen, um die Schuldenbremse einzuhalten. Davon abgesehen, je nachdem, wie man zur Schuldenbremse steht. Sie steht aber in der Bundesverfassung und gilt ab 2020, aber auch dieses Ziel kann erreicht werden. Also jetzt bei den Beamten zu sparen, ist doch das vollkommen falsche Signal. Das demotiviert, das macht den Beruf unattraktiv auf Dauer und dort haben wir schon mit massiven Problemen in dem Bereich zu kämpfen. Die Beamten, das hören wir in jeder Anhörung zum Haushaltsgesetz. In den ersten beiden Jahren, jetzt haben wir das oder ersten beiden Haushaltsgesetzentwürfen 2012 und 2013, die wir hier behandelt haben, haben die Experten der jeweiligen Verbände das auch an objektiven Kriterien deutlich gemacht, nämlich einmal der Krankenstand aufgrund der hohen Arbeitsbelastung, andererseits aber auch zum Beispiel die Kriminalstatistik im Bereich der Polizei, die halt zeigt, dass die Einbruchsdelikte steigen, aber die Aufklärungsquote verschwindend gering ist, was nicht daran liegt, dass die Beamten dort schlechte Arbeit leisten, sondern dass sie einfach personell zu schlecht ausgestattet sind. Da muss mehr Entlastung her. Und es ist der falsche Weg, hier die Berufe nach außen unattraktiv zu machen, indem man halt immer wieder neue Entbehrungen nach außen signalisiert, die zu tragen sind.
Und die Menschen, die sind ja teilweise jahrelang dabei, die sind fleißig, die schieben Überstunden, die reißen sich den Arsch auf. Das ist einfach absolut unverdient. Also da müssen wir eben andere Dinge hinterfragen auf Landesebene. Oder wenn gar nichts reicht, das ist aber wirklich das allerletzte Mittel meiner Meinung nach, dann kann man über Steuererhöhung reden. Aber vorher sollten wir doch erstmal angehen und versuchen, die Einnahmenseite zu stärken, damit eben die Gehälter angepasst werden können. Einnahmenseite können wir stärken, indem wir sogar ins Personal investieren im Bereich der Finanzbehörden. Mhm. Denn dort könnten dann die Steuerprüfung viel detaillierter ausfallen. Dort könnte mit der schon jetzt geltenden Steuergesetzgebung ein Einnahmeplus verzeichnet werden und andererseits müssen Steuerschlupflöcher geschlossen werden. Wir haben da zum Beispiel die Unternehmenssteuerreform im Bund von vor über zehn Jahren, die Rot-Grün durchgeführt hat. Die hat dazu geführt, dass es das sogenannte Dividenden-Stripping gab, wo bei Aktienleerverkäufen eben mehrfach Steuerabzüge getätigt werden konnten von Seiten der deutschen Banken. Da sind im Fiskus schätzungsweise, stand im Handelsblatt Online vor einem Monat, 12 Milliarden Euro entgangen bis heute. Und solange wir sowas dulden, finde ich es falsch, auch über Steuererhöhungen zu reden im Bund, die halt den Mittelstand treffen, auch eben das Rückgrat der Gesellschaft in dem Fall, die eine Gefahr auch für die Binnenkonjunktur sind. Wir sollten vorher wirklich erst versuchen, alle Steuerschlupflöcher zu schließen und alle geltenden Steuerrechte wirklich umzusetzen. Und dann haben wir auch das Geld, um den Beamten die Inflationsanpassung sowieso zu geben. Das Geld muss auch so da sein, aber dann hat der Staat auch genug Geld, um seine anderen Aufgaben nicht weiter einschränken zu müssen. Und den Weg sollten wir gehen und erst dann sollten wir uns Gedanken machen, ob wir die Steuern erhöhen müssen. Und das geschieht halt mangelhaft derzeit von allen Parteien. Alles klar, ich danke dir für das Statement und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, tschüss.